Interview und Analyse zum vierten Rennen. Franz Grußmann Gedenkrennen Amateurinnen, das der Christian am Ablauf mit Black Boy Venus, den hat er zum ersten A-Bahn-Sieg verholfen in Baden. Sieht ähnlich wieder aus wie in Baden, zweite Startreihe. Für ihn sage ich jetzt einmal nicht der ganz große Nachteil, der eigentlich der Blitzstarter ist. Allerdings mit der Vanessa B. vor sich ein Pferd hat, das schnell beginnen kann, sofern sie in der richtigen Gangart läuft. So ist es und man ist auch ein bisschen variabel mit der Nummer 9. Und ich sehe ihn schon weit nach vorne laufen, weil die Distanz auch nicht gegen ihn ist. Und wenn er gut drauf ist und in der Arbeit war er gut drauf, und wenn alles stimmt für ihn und beim Christian geht er besonders gut, dann kann er wieder weit nach vorne laufen. Ich schätze ihn schon unter den ersten 3-4. Ja, für den Martin Ortner sicherlich das wichtigste Rennen ist das Franz-Grußmann-Gedenkrennen. Martin läuft noch einen Sieg hinterher, der war knapp dran am Derby-Renntag. Seitdem hat der Pinocchio pausiert. Wie ist er in den Arbeiten? Er arbeitet sehr gut und Martin kommt sehr gut zurecht mit ihm. Die Pause ist vielleicht ein kleines Problem, aber ich erwarte ihn schon weit vorne, wenn alles gut verläuft. Das heißt, das Rennen könnte vielleicht noch fehlen, aber ansonsten schon auch ein Siegkandidat. Auf jeden Fall glaube ich schon. Normalerweise braucht er ein, zwei Rennen, aber das Rennen ist nicht so schwer auf Papier, meiner Meinung nach. Also ich bin positiv.